Blutrünstig geht es hier weiter, meine werten Zombie-Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer frischen Folge Dying Light. Und wir machen natürlich genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir müssen mit Bracken reden. PS natürlich wie immer ein dickes Dankeschön für die Likes, für die Bewertungen. Im letzten Video doch einfacher natürlich für eure Aufmerksamkeit für dieses zombie-tastische Projekt. Wie viel Geld haben wir noch? Wie viel Geld haben wir noch? Nicht viel. 790. Oh, ich kann Sachen bauen, wenn ich Plast, wenn ich Teile hätte. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Das sind DLC-Gegenstände, glaube ich. Daran sollte ich mich lieber halten. Rangerbogen. Was? Wie bitte? Entwürfe Rangerbogen? Produzierte Menge? Ich kann ihn direkt anfertigen? WTF? Warum wusste ich das nicht? Das ist wahrscheinlich einer von den Gegenständen, die aus den Gratis-DLCs kommen. Und endlich eine Medikit. Wow, das habe ich das letzte Mal voll verpennt. Krass. So, den Rangerbogen haben wir. Gratis mal eben hergestellt, dann brauchen wir auch Pfeile. Pfeile und natürlich eine von den krassen Waffen hier. Eine von den krassen Waffen, König der Punks. Jeder Treffer ein anderer Effekt. Noch nie war Metzeln so abwechslungsreich. Dicke Lippe. Das brauche ich. Ich brauche nur ein Metallteil. Aber es ist Schraubenschlüssel. Aber das stresst mich gar nicht. Schlagstock, Schraubenschlüssel, Brechstange, Zweihandhammer, ein Rohr. Gute Nacht. Den Gegner blenden, in Brand setzen und ihm auch noch Elektroschocks verpassen. Kein Problem. Auch ich glaube nicht an halbe Sachen. Nee, dafür brauchen wir viel zu viel Kram. Hier bei der einen Sache brauchen wir doch nur ein paar Metallteile. Hier, das sollten wir uns bauen. Das ist eine grüne Waffe. Sonst haben wir hier noch... Wow, Hunterschwert. Chemikalien? Ah ne, wir brauchen dafür eine Basiswaffe. Hier nicht. Doch, hier brauchen wir auch eine Basiswaffe. Einen Schraubenschlüssel. Den haben wir leider nicht. Verdammt, ich habe mich für den ollen Hammer entschieden, ne? Für den ollen Clownhammer. Ist der ein Clownhammer? Verdammt. Hast du vielleicht einen günstigen Schraubenschlüssel für mich? Einen günstigen, Mann. Einen günstigen hat er nicht. Damn. Wow. Hätte ich das mal gewusst. Hätte ich das mal gewusst. Egal, wir haben einen Kraftpunkt. Das wollen wir machen. Mehrfachwurf. Visieren Sie mit Wurfwaffen bis zu 3 Feinde an. Halten Sie LT gedrückt, um Ihre Ziele zu markieren und lassen Sie zum Werfen los. Um die Anvisierung aufzuheben, drücken Sie RT. Ach nee. K.O.-Tritt. Es besteht eine 10%ige Chance, dass Sie Ihre Gegner mit einem Tritt ausnocken. Bewusstlose Feinde sind einfacher zu töten. Drücken Sie für einen K.O.-Tritt LB. Nice. Brauchen wir. Auf jeden Fall. Ansonsten heißt es erstmal weiter sammeln. Weiter sammeln. Wir haben fast die dicke Lippe. Seien Sie ehrlich, Sie wollen doch sehen, wie Ihre Gegner die Gegend voll bluten, oder? Ja? Dann liegen Sie mit diesem Mod genau richtig. Ja, okay. Ranger, Strompfeile. Ich will eigentlich nur normale Pfeile herstellen. Normale Pfeile. Spezialmunition für den Bogen. Setzen Sie Ihre Gegner unter Starkstrom. Ein echtes Energiebündel. Batterien. Naja, die brauche ich nicht für was anderes, oder? Brauche ich die für dicke Lippe Batterien? Nicht wirklich, ne? Nein. Nein, dann kann ich mir ein paar Pfeile herstellen. Und zwar... Brandpfeile. Yeah. Das war's? Schade. Mega nice das Ganze. Mega nice, ab zu Bracken. Damit wir endlich wieder auf die Straßen von heran können. Ein paar Zombies wegmetzeln. Bracken, also echt. Ja, wir brauchen Antizin. Aber von Reis kaufen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Okay, Mann, ich geh hin. Ich hab keine Angst. Auf keinen Fall, das Thema ist durch. Ist es nicht. Du hast einfach entschieden, dass ich... Ich geh. Ist das dein Ernst? Tja, dieser Rais hat mich noch nie persönlich gesehen. Ein Neuanfang, okay? Rais. Könnt ihr mich mit Crane bitte mal alleine lassen? Willst du das wirklich tun? Ja, Mann. Irgendjemand muss ja, oder? Da hast du wohl recht. Also, wir haben hier Rays Basis. Finde raus, was das Zeug kostet und komm heil zurück.
Geht klar. Ich hoffe, wir haben schon wieder Tag. Kann ich das nicht irgendwo nachgucken? Neuer Überlebensrang. Schön. Was nehmen wir denn? Erfahrener Rucksacktourist. Ich glaube, ich mehr Loot mitnehmen, ne? Lernen Sie den Rucksack besser zu... eloquent feilschen Sie besser. Ladenpreise sinken um 10%. Das ist eine Menge. Sterne des Schmerzes. Lernen Sie, Wurfsterne herzustellen, die folgenden drei zusätzlichen Effekte haben. Lähmung, Feuer, Explosion. Oh, das ist praktisch. Die Explosions... Shuriken. Die haben es echt in sich. Es ist noch verdammt Nacht, ne? Wir sollten schlafen gehen. Und wir machen morgen weiter. Also hier im Spiel morgen natürlich. Wir machen direkt weiter. Wir widmen uns sofort den Geschehen auf der Straße. Und wir wollen zu Rais wegen dem Antizin. Oh, warum hat das verbrannt? Warum hat er es verbrannt? Hätte das irgendwo versteckt, hätte er seine Mission erfüllt und dann bam. Oder wenn er das mit Rais geklärt hätte. Mission gescheitert. Dank meiner Auftraggeber. Jetzt ist Bracken so verzweifelt, dass er mit dem Teufel verhandeln will. Ja. Rais. Für sie ist es ein Teufel. Für uns, wir wissen es, er ist ein Doppelagent. Was haben wir hier noch? Ein paar neue Missionen. Das sind die Challenges, ne? Die lasse ich mal sein. Oh, hier ist eine Nachricht. Notiz 5. Kann man die denn lesen? Wo kann man die denn lesen? Inventar? Die Hilfsgüterabwürfe sind sinnlos. Rais krallt sich ja doch alles. Egal. Ach, hier drüben ist das die GPS-Nadel. Hi. Du bist Alfie? Genau. Ich sorge dafür, dass der Laden läuft. Als Elektriker und Hausmeister. Gut, dass du kommst. Wollte dich schon anfunken. Wo brennt's denn? Nun, es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Ja, okay. Gute? Dank dir hat das Kesselviertel wieder Strom. Die schlechte? Bei der Überführung ist das Stromnetz zusammengebrochen. Da drüben ist es jetzt stockfinster. Also, soll ich's wieder anschalten? Es gibt zwei Umspannwerke. Aktiviere sie wieder. Die Reihenfolge ist egal. Fahr dann die Hauptstation hoch und die Bude leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Das krieg ich wohl hin. Aber natürlich. Selbstverständlich. Nichts leichter als das. Es gibt nur ein Problem. Okay. Die Finsternis, die dort herrscht, zieht Schattenjäger an. Die strömen nach Sonnenuntergang in Scharen hin. Deswegen habe ich eine Falle gebastelt. Sie ist schon bereit. Wenn du dort den Strom einschaltest, sobald es dunkel ist, können wir einen ganzen Haufen dieser Monster gleichzeitig braten. Wenn's dunkel ist, das ist aber ziemlich riskant. Klar, deshalb hat sich ja auch keiner freiwillig gemeldet. Aber du bist aus härterem Holz geschnitzt als die anderen. Ja, das sagst du doch jetzt nur so. Sagen wir mal, ich will helfen. Ach ja? Ein Gutmensch, was? Hoffentlich hast du auch Mumm. Sonst machst du es nicht lange. Danke für die Motivation. So, Vorsicht, Hochspannung. Nein, keine Prämien. Kein gar nichts. Wir wollen einfach nur wieder raus. Rain, hörst du mich? Jade? Ja, ich höre. Stimmt was nicht? Nein, nur... Hör zu. Was du tust, ist sehr mutig. Ich weiß, du tust es, weil du dich wegen Amirs Tod schuldig fühlst. Ich tue es, weil es unsere einzige Option ist. Wir brauchen Rais Antizin, sonst werden Menschen sterben. Das ist wahr. Amir und ich lernten uns direkt nach dem Ausbruch kennen. Er war der beste, anständigste Mann, den ich je getroffen habe. Ich gebe dir keine Schuld an seinem Tod. Er war sich des Risikos bewusst. Und Crane? Danke für alles, was du für uns tust. Ja, bitte. Lass uns in Ruhe reden, wenn ich mit dem Antizin zurück bin. Kann ich ja nicht einfach hier so... vor die Hunde gehen lassen. Wir sind nun mal ein Gutmensch. Wir brauchen zwei Metallteile, dann können wir die dicke Lippe bauen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Unsere erste selbstgebastelte, Spezialwaffe. Also immer schön looten, alles mitnehmen. Klinge, naja, immerhin. Da oben ist eine Parkour-Challenge, die machen wir auch erst später. Schnur. Und der Tag erwacht. Hierhin heran.
Oh, das Action gerade. So, wer braucht meine Hilfe? Zombies auf den Fersen. Verflucht, wa? Das hat richtig wehgetan, kann ich mir vorstellen. Oh! Nein, und das hat mir... Wow. Wow, wow, wow. Ich sag's euch, dieser Schwierigkeitsgrad. Menschliche Gegner zum jetzigen Zeitpunkt. Ich hoffe, ich habe unseren Hammer noch. Ich hoffe, wir haben noch die restlichen Ressourcen. Die Grundlage, die fast vollständige Grundlage für die dicke Lippe. Egal, hauen wir ab. Machen wir woanders weiter. Ja, guten Appetit. Und wir haben sowas von keiner Ausdauer. Alter, warum? Wirklich alle können einen direkt anbeiten. Was ist denn da drüben los? Warum explodiert denn das Ding da? Wir haben richtig Probleme. Und ich kann schon wieder fast ein Medikit nehmen. Eins von unseren raren Medikits. Das habe ich mir anders vorgestellt. Aber gerade der Einstieg hier in diesem Spiel ist verdammt hart. Auch wenn wir schon ein paar Folgen spielen. Es wird auch noch eine Weile so bleiben, dass wir uns ein wenig am Riemen reißen müssen. Oh, da gibt es Medikits, ne? Genau. In den Krankenwägen. Einfaches Schloss. Einfach ist einfach. Nein, zurück ein Stück. Genau so. Na, komm schon mal. Das soll einfach sein? Ich habe Schlösser der Stufe schwer geknackt, die waren einfacher. Noch was sonst? Wow. Erzähl dich mal. Du kannst mich beißen, ne? Aber ich kann dich nicht treten. So war das, glaube ich. Wie unfair. Super unfair. Da ist zumindest noch eine Waffe. Die nehmen wir mal mit. Die können wir... Im Fall der Fälle können wir die verkaufen. Und wir haben ja noch einen Bogen, nicht vergessen. Hey, was ist denn hier los? Warum habe ich keine Pfeile? Nein, das wollte ich nicht. Wie kann ich die Pfeile auswählen? Ich hatte doch Pfeile. Brandpfeil. Nochmal bitte. Ah, mit X. X nochmal gedrückt halten. Wir haben 5 Brandpfeile. Immerhin, coole Sache, aber die werde ich jetzt nicht verschwenden. Sondern wir machen direkt weiter. Immer auf der Suche. Wir wissen ganz genau, wohin wir wollen. Neue Wendigkeitsstufe, die können wir auch wirklich gebrauchen. Dropkick oder überspringen. Nö, Dropkick finde ich irgendwie cooler. So, in der Luft drücken Sie, während Sie rennen, zum Springen RB und drücken Sie dann in der Luft LB. Nichts leichter als das. Schön die Lederschädel hier wegdropkicken. Auch eine Mission, die ich erst später machen werde. So, wie kommen wir da hier am solidesten hoch? Höp, höp, höp. Und ich glaube schon, können wir ein Stückchen länger rennen. Noch nicht wirklich lange, aber zumindest ein Stückchen länger. Wir brauchen Metallteile. Keine Plastikteile, aber ich nehme sie trotzdem gerne mit. Er brennt da vor sich hin. Kippen. Nein, wie langsam. Wie langsam. Wie langsam klettert er das Ding hoch. Und rüber. Okay, Rahim, bin hier. Sie müssen dich sehen und wissen, wer du bist. Vielleicht dich nicht an sie ran. Sonst fängst du dir noch eine Kugel ein. Ach, komm schon mal. Dann wünsch mir Glück. Viel Glück, Bruder. Du wirst es brauchen. Die haben mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Ja. So. Nicht schießen! Nicht schießen! Ich will Rais sprechen. Bracken schickt mich.
abrecken, das Arschloch vom Turm? Gut, was will der Kerl denn? Es geht um ein Geschäft. Was für ein Geschäft? Das geht nur Rais was an, nicht seine Handlanger. Coole Antwort, auf jeden Fall. Was geht euch das an, ihr Schergen? Ich will mit dem Chef reden. Frau Mantumann. Wie lange sind wir schon Freunde, Osman? Wir sind schon sehr lange Freunde. Deshalb bin ich auch sehr überrascht, dass du mich bestiehlst. Sind wir uns nicht schon mal irgendwo begegnet? Ach, Quatsch. Und jetzt hast du die Wahl. Einfach die rechte Hand oder die linke. Links. Und trotzdem haut er in die rechte ab. Von mir oder von dir aus gesehen? Oh, warte, ist das ein Kerl. Oh, Mann. Was für ein Psychopath. Du siehst wie einer vom Turm aus. Was willst du? Ich bin geschäftlich hier. Geschäftlich? Antizin natürlich. Schwere Zeiten. Und was kriege ich dafür? Hm? Deine Dienste? Deine Treue? Vielleicht sollte ich beides nehmen. Sprich mit Karim. Er gehört zu uns. Tu, was er sagt. Dann gibt Reis deinen Leuten vielleicht etwas Antizin. Verstanden? Oh Mann. Und schon sind wir einer von dieser Drecksbande. Gut erkannt. Oh, krieg die Machete, bitte. Ja, rostiges Schilfmesser, nimm es mit. Hab ich ihn damit nicht auch dann irgendwie beklaut? Wie ironisch, oder? So, Karim. Karim. Ich habe Rais getroffen. Jade hat recht. Was ein Psychopath. Außerdem ist er der abtrünnige GRE-Agent. Jetzt muss ich mit diesem Mistkerl kooperieren. Wegen der Mission. Und weil er jede Menge Antizin gebunkert hat. Dieser scheiß Virus. Ja, absolut. Dann wollen wir mal Karim. Der Mann, den wir suchen, der heißt Karim. Rais rechte Hand, wenn man so möchte. Mit ein bisschen mehr Köpfchen und wahrscheinlich auch mit ein bisschen mehr Herz. Bist du ein Händler? Ey, du bist ein Händler. Coole Sache. Ich möchte verkaufen. Und zwar den Clownhammer behalten wir. Das Gasrohr auch. Wobei. Ah, wir verticken es. Den Franzosen behalte ich. Das Schilfmesser auch. Das eklige Gasrohr nicht. Kippen weg. Hast du Metallteile dabei? Das wäre echt cool. Nee, leider nicht. Entwurf leitfähige Flüssigkeit, das wird später noch wichtig. Wasser. Wasser ist das, glaube ich. Damit kann man dann den kritischen Schaden, also die Wahrscheinlichkeit auf einen kritischen Treffer mit Elektrowaffen erhöhen. Das ist meine Kampftaktik. 800 für 800 Glocken. Ach nee, das ist das Angebot des Tages. Entwurf Industrieigel. Erweitert jede Nahkampfwaffe um den Effekt Bluten. Jede Nahkampfwaffe? Jede wirklich? Kaufe ich jetzt mal. Ansonsten schade, du hast keine Metallteile dabei. Wir brauchen zwei Stück. Dann bauen wir uns die dicke Lippe. Aber wir haben ja eigentlich gerade nichts zu meckern, was unsere Bewaffnung angeht. Entwürfe. Was ist mit dem Industrieigel? Da ist er. Metallteile einmal und dann nochmal Nägel. Bleibt es für immer? Bleibt diese Erweiterung für immer oder kann ich sie nur einmal benutzen? Das wird noch herauszufinden sein. Erstmal geht's zu Karim. Da bist du ja. Reis sagte, du würdest kommen. Ja. Ich bin Karim. Crane. Ein Amerikaner. Hab einen Onkel dort. Lebt in Texas. Kommst du aus Texas? Bist du ein Cowboy? Aus Chicago. Okay, Al Capone. Wir bleiben per Funk ständig in Verbindung. So weiß ich, dass du auch da ankommst, wo du hin sollst. Und wo genau ist das? Du wirst auf Antennenmasten steigen, um Kurzwellenregler einzuschalten. Die meisten meiner Männer sind zu lahm, zu fett oder zu besoffen, um so eine Aktion lebend zu überstehen. Wenn ich das mache, kriege ich das Antizin? Das liegt ganz bei Reis. Ich kann nicht für ihn sprechen. Vermasse es nicht. Er mag es nämlich nicht, wenn man ihn enttäuscht.
Alles klar, das werden wir machen. Auf jeden Fall, wir klettern eigentlich eher für dich als für dich, Karim, als für Rais auf die Masten und werden Kurzwellenempfänger aktivieren. Aber erst in der nächsten Folge. Solange machen wir hier, genau hier, auf dieser Pappplatte, auf diesem Kartonagenstück, machen wir eine Pause. Ich wünsche euch noch einen zombie-tastisch schönen Tag und würde mich über Daumen nach oben freuen. Ansonsten wiederschauen und reingauen. Bis zum nächsten Mal. Der Leo. Tschüss.